Willkommen bei Yvonne holt die Maus raus und heute haben wir das Thema Sensi. Und ich bin da mega froh drüber, dass wir dieses Video machen können, weil mir das ein bisschen gefehlt hat. So wie mir zurzeit auch ein klein bisschen Disney als Thema fehlt, fehlt mir im Moment auch so ein bisschen die Variablen, weil ich einfach sehr viele Boxen gekriegt habe und dann fehlt mir immer so ein bisschen das Gleichgewicht. Aber dieses Mal haben wir ein sehr schönes Sensi-Thema, wie ich finde, weil ich habe tatsächlich Bars gekauft und zwar das hier. Beziehungsweise Würfel davon. Es stört mich manchmal, wenn ich so Sensi Sachen kaufe, dass ich die dann hier ausprobiere auf meiner Duftlampe und feststelle, dass das einfach mir manchmal zu schwach ist oder vielleicht doch nicht ganz meine Duftrichtung und so. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, und das ist nicht bös gemeint, ich liebe Sensi, aber die Dinger kosten jeweils 8,50 Euro, glaube ich. Und wenn dann da mal ein, zwei, drei Dinger nicht passen, dann hast du in einer Bestellung nicht, ich will nicht bös reden, also wirklich nicht Verluste gemacht, aber du hast Sachen da, die du gar nicht brauchst. Natürlich habe ich dann als Plan B einfach Würfel auch zu machen und sie unter Leuten, die ich kenne, gerne zu verteilen, die dann auch so ein bisschen durchschnuppern können bei Sachen, die sie sich vielleicht nicht bestellt hätten. Und das finde ich auch ganz süß. So, ich würde sagen, wir starten auch direkt mal los mit dem ersten. Und da bin ich mega froh, dass ich mir da eine Probe von bestellt habe, weil Coral Waters, das ist ein Duft, den hatte ich im Visier, habe ihn nicht gekauft und stelle jetzt fest, dass da tatsächlich Pfingstrose drin ist. Und ich mag sehr gerne Rosendüfte und deswegen freut mich das umso sehr. Und das Schöne ist jetzt, ich gucke mal kurz, wo er liegt. Ich habe jetzt so viele Bars hier liegen. Kleinen Moment. Da ist er. Derjenige, der mir das verkauft hat bei eBay Kleinanzeigen, der hat das hier richtig schön in so Päckchen gepackt. Da könnt ihr das dann auch wunderbar sehen. Manchmal sogar hier noch mit so Angaben, was drin ist. Und das finde ich mega süß. Das ist eigentlich schon fast mit Liebe gemacht. Und das finde ich richtig, richtig geil. In Coral Waters sind Nektarinenblüte, Pfingstrose, Korallenwasser. Und bevor wir uns vertun, ich arbeite nicht für Sensi, bin ich ganz ehrlich. Ich mag Sensi, ich habe viel von denen und ich kaufe auch gerne Sensi und ich habe auch schon meine nächste Bestellung rausgehauen und so weiter. Aber nicht, dass es sich, dass man sich hier vertut. Ich kaufe es wirklich dann über eBay Kleinanzeigen oder über meine Beraterin. Und das hier war jetzt ein eBay Kleinanzeigen-Deal. Und jetzt würde ich den einmal riechen und oh, der ist so, also der ist richtig, richtig toll und ich bin mich gerade am Ärgern, weil ich habe dieser Tage meinen Abo-Bestellung neu gemacht und habe den rausgenommen und jetzt denke ich mir so, den hättest du aber drin lassen können. Der ist richtig, richtig fruchtig, leicht mit einem Hauch von Pfingstrose und das Schöne ist jetzt, ich kann jetzt diesen Bar nehmen, tue den in meine Duftlampe rein und kann ausprobieren, wie das auch in meiner Wohnung performt und das finde ich richtig, richtig toll und deswegen habe ich das gemacht, weil manchmal die kleinen Proben, ich finde das nicht schlimm, wenn man kleine Proben kriegt, aber es bringt mich nicht so weiter, wie jetzt hier so ein ganzes Ding zu verdüften und ich würde auch niemals wollen, dass mir jemand einfach so, ich sag mal, das ganze Zeug schenkt, das ist einfach nicht so meine Welt, ich kaufe es mir lieber und freue mich mega drüber. Also, Coral Waters, mega, also allein vom Riechen toll, ich probiere es aus. Das nächste, was wir drin haben, und da freue ich mich, dass der das auch tatsächlich hatte, und zwar ist das Sugar, also Zucker. Dieser Duft war eigentlich einer, den ich gar nicht im Visier hatte und dann ist er wohl vor kurzem, glaube ich, in Bring Back My Bars gelandet. Das wurde gewählt, man hat den ausgesucht. Das Witzige ist, dass ich den wirklich gar nicht im Visier hatte und dann das immer wieder gelesen habe, dieses, also ich gucke eben selber sehr viel YouTube, ich gucke sehr viele Unboxings von diesen ganzen Düften und gedacht habe, den würdest du gerne haben. Aber in dem Moment, wo ich den kaufen will oder in mein Abo packe, ist das immer alles weg. Ich habe da keine Chance. Und da habe ich mir sogar zwei von gekauft. Und das ist auch so, wenn jetzt zum Beispiel Sachen raus sind und ich weiß, die finde ich gut, dann mache ich eben so Postings bei eBay Kleinanzeigen, ich suche das und das. Und wenn zum Beispiel jemand irgendwann, wenn ich noch ein bisschen mehr Bars habe, Interesse habt, ihr könnt euch gerne bei Yvonne holt die Maus raus auf Instagram bei mir melden, dann können wir gerne auch sowas wie ein Tauschpaket machen. Nur im Moment habe ich noch viel zu wenig davon, dass ich mit euch tauschen könnte. Und das sind Zitronentropfen und Zuckerwatte. Boah, ich bin gespannt. Also,
Es sind eben so manchmal so gehypte Düfte und dadurch, dass ich eben viel Disney auch kaufe, komme ich gar nicht dazu, diese ganzen Sachen auszuprobieren. Es ist schon sehr, ich sag mal, zuckerwattelastig, finde ich schon, aber es kommt hier drauf an, wenn da jetzt noch so eine hauchfeine Zitrone drin ist, richtig gut. Das nächste, was wir haben, und da gucke ich mal, ob ich das so schnell finde, sonst nehmen wir erstmal was anderes. Doch. Das hatte er auch noch und ich war so mega froh, der hatte tatsächlich den Duft Bambi noch. Und ich muss sagen, Bambi habe ich verpasst, ich habe ihn nicht. Ich hätte sie ihn sehr gerne. Also wer da auch vielleicht mal irgendwann mein Video schaut und denkt so, Yvonne, ich habe noch ein paar Disney-Düfte, ältere Disney-Düfte abzugeben, meldet euch bei mir. Ich kaufe euch die auch ab. Ich bin absolut ein Fan von Disney-Düften. Und wenn es nicht gerade die aktuellen sind, könnt ihr euch gerne bei mir melden und ich würde mich drüber freuen. Und Bambi ist Zitronen, Morgentau und Wilder Moos. Der riecht auch sehr lecker. Der riecht tatsächlich so, wenn Frühling ist und ihr geht nach draußen und ihr riecht so diesen ersten so Wow-Effekt. Also den mag ich wirklich. Ich muss es, wie gesagt, in der Duftlampe schauen und ihr kriegt tatsächlich auch demnächst eine Review, was fand ich am besten und was fand ich nicht so toll oder was hat sich nicht für mich gelohnt. Aber da sind auch Düfte total unterschiedlich. Das, was ich nicht mag in den Düften, da kann der Nächste kommen und sagen, wow, das ist so ein Megaduft. Zum Beispiel dieses Stargazing oder so, der Duft des Monats, letzte Monat. Freue nicht meins. Ich meine, er ist nett, er ist schön, er riecht ganz gut, aber er ist nicht das, was ich gedacht habe. Also man sagt hier irgendwie, das kommt an Jamie Time ran. Für mich kommt er nicht mal ansatzweise an Jamie Time. Ich liebe Jamie Time und trotzdem, er ist gut, aber er ist nicht so, dass ich sage, so wow, den muss ich mir unbedingt ins Abo packen, obwohl ich es wahrscheinlich dann wieder bereuen werde. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir da tatsächlich ein bisschen unschlüssig. Dann haben wir hier Jumping Jelly Bean. Auch wieder so ein Ding, das hätte ich mir im Ganzen nicht bestellt, weil ich mir einfach unsicher gewesen wäre, ob Jumping Jelly Bean so meins ist. Aber was die beschreiben, ist sehr süß. Ich gucke einmal kurz, und zwar Birne, Äpfel, Zitrone und Zucker. Und das soll Moment, Kindheitserinnerungen wecken. Und das finde ich schon wieder, wobei diese Jelly Beans hatte ich gar nicht in meiner Kindheit. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass es die überhaupt gab. Ja. Das ist sehr, 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 sehr fruchtiger Duft. Ihr riecht wunderbar die Birne und den Apfel. Zitrone kriege ich da jetzt tatsächlich nicht raus, sondern ein bisschen Zückerchen. Aber es ist ein süßer, also es wird mich jetzt an einen Drop einfach erinnern, an so einen süßen Drop. Aber, und das Schöne ist auch, wenn ihr nur ein Bar nehmt, der hält so, je nachdem, wie gut der performt, so 3 Tage locker. Ich mache die nicht unentwegt an, ich mache die wirklich so 3, 4 Stunden an, dann mache ich sie wieder aus, dann mache ich später nochmal an, so, weil man ja auch immer wieder zwischendurch lüftet und ja, aber ich finde es eben gut, dann kann ich das 3 Tage ausprobieren und dann kann ich wirklich entscheiden, ist das einer meiner Top-Favoriten und order mir die irgendwo her. Die Düfte, die ich euch jetzt zeige, sind meistens Düfte, die ich nicht habe. Wenige davon habe ich tatsächlich und das erkläre ich später, warum ich mir die trotzdem noch im Kleinformat gekauft habe. Dann haben wir hier eins, da war ich mir gar nicht sicher, ob das meins ist. Und zwar ist das Vanilla Bean Buttercream. Und ich bin ein Bäckerei-Fan. Also wenn es um Bäckerei-Düfte geht, mag ich das schon sehr gerne. Aber Buttercreme, Leute, Buttercreme, das Schwerste, was es auf Torten gibt, nee, ist eigentlich nicht so meins. Aber dieses warme Vanille mit Bourbon und Muskatnuss, das hört sich doch schon. Ist das jetzt die richtige Beschreibung? Ich weiß es gar nicht. Weil ich glaube, das ist dieses Vanille-Bourbon. Naja, auf jeden Fall, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der ist oder der andere, ist egal. Auf jeden Fall, Vanille ist da drin, da ist Buttercreme drin. Hoffe ich zumindest. Boah, ja, das riecht, als ob ihr Plätzchen macht. Wenn ihr das so kennt, so im Winter, wenn ihr so Plätzchen macht, so finde ich, riecht das. Und das ist wirklich heftig. Also es ist, glaube ich, ein heftiger Duft, den ich mir auch gut vorstellen kann, den man dann mit einem anderen Duft mischen könnte. Ja, und all meine Erfahrungen, die ich hier mit euch teile, ist entweder, ich frage zum Beispiel bei Sandra, also bei meiner Beraterin, dann unterhalte ich mich mit meiner Freundin der Diana, dann
ziehe ich die Sachen aus den ganzen Videos, dann höre ich mich überall um, schaue, was Sensi sagt, was sind Bestseller und so und entscheide dann, was ich tatsächlich immer haben will. Aber ich glaube, ich habe nämlich noch so einen hier. Ich habe den einen dann nicht aufgeschrieben, weil das ist, glaube ich, die Beschreibung zu Vanilla Bourbon. Vanilla Bourbon, das ist ja wie, das, wie so ein Bourbon, wie so ein Likör oder was das ist. Und das ist dann warme Vanille mit Bourbon und Muskatnuss. Das Witzige an Bourbon ist ja, dass das Bourbon geschrieben wird wie Bourbon Vanille. Komme ich immer nicht drüber hinweg, wenn ich das, weil man sich das dann immer aussuchen kann, wo das passt. Okay, der ist ganz kräftig, der ist ganz herb und da riecht hier Muskatnuss, da riecht hier Bourbon, da riecht hier Vanille. Ich finde tatsächlich, das ist natürlich ein relativ männlicher Duft, also finde ich jetzt persönlich, aber tatsächlich habe ich mich auch in ein paar männliche Düfte verliebt, muss ich dazugeben. Und deswegen fand ich die Herausforderung, den mal auszuprobieren, richtig, richtig geil. Das nächste, und das war ein Wunsch von mir, den ich echt schon länger drauf habe, aber wie gesagt, jedes Mal, wenn ich denke, den kaufst du jetzt, ist er aus dem Sortiment gewesen. Und zwar ist das Vanilla Mint. Und wenn ihr euch Vanille und Minze vorstellt, habe ich gedacht, das ist der ultimative Oberhammer. Ich liebe Minze, ich liebe Vanille. Ihr merkt ja auch, sehr viele Düfte sind mit Vanille. Und das ist nämlich wintergrüner Frost mit Vanille und Zitrus und sowas. Ganz ehrlich, wenn der noch super ist im Performing. Okay, doch, es kommt schon. Die Minze kommt in meinen Augen schon relativ stark durch. Die Vanille nehme ich nicht wirklich so wahr, aber den Zitrus nehme ich wahr. Und das Schöne ist echt, dass das hier auch alles abgebildet ist. Ich hätte mir das gar nicht hier mit ewig langer Liste aufschreiben müssen. Ja, was haben wir jetzt noch hier vorne? Das hier. Pineapple Pucker. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ich habe es in irgendeinem Video gehört. Und ich fand einfach, dass so Ananas ist eigentlich nicht so meins. Aber Moment, ich guck mal, was war da noch drin? Pineapple Pucker. Habe ich das gar nicht aufgeschrieben? Ich glaube, das ist so ein richtiger Ananasduft. Und eigentlich mag ich nicht so Ananas. Aber ich wollte ihn haben. Manchmal muss ich die Sachen einfach haben, weil ich sie geil finde vom Text her. Ja, und der riecht schon stärker, finde ich, speziell jetzt nach Ananas. Ich bin normalerweise kein Ananas, aber es kann auch sein, dass ich nur einen verballer und den Rest gebe ich dem nächsten weiter. Aber ich fand einfach ich weiß es auch nicht. Manchmal die Farbe finde ich schön und das Ausprobieren finde ich toll und deswegen habe ich mir den auch geholt. Das nächste, was ich habe, und das hatte ich auch bei YouTube gesehen, jemand war da ein Mega-Fan von, glaube ich, und zwar nennt sich das Mystery Man. Und das ist im Männerduft. Ich gucke einmal kurz, wo Mystery Man steht. Da. Zedernholz, grüne Verbena, Zitrus und Bergamotte. Und dann gucken wir einmal. Ja, und das tatsächlich riecht das, glaube ich, ähnlich wie ein Parfüm. Oder wenn man ein Axe Alaska Deo hat, glaube ich, dass das ähnlich riecht. Also das wäre jetzt meine Definition. Also ein schöner, warmer, frischer Duft, als wenn ein Mann gerade von der Dusche rauskommt. Ich glaube, das ist genau sowas. Ich finde es mega geil. Ich freue mich darauf, den auszuprobieren. Und wie gesagt, so ein Bar kriegt ihr wenigstens weg, wenn ich dann teilweise 8 Bars da liegen habe und weiß jetzt schon, die liegen da und werden da noch, glaube ich, 3 Monate liegen und ich habe sie immer noch nicht verbraucht und so einen schaffe ich. Ja, so, das nächste, was ich habe, ich muss mir das einmal kurz sortieren, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Und das ist einmal Strawberry Champagner Trüffel. Hört sich mega an. Und das heißt, ihr habt wirklich Erdbeer, Vanille und Champagner. Und ich bin jetzt kein Champagner-Fan. Ich habe es einmal in meinem Leben getrunken mit meinem Mann, fand das nicht so prickelnd. Aber die Erdbeere nimmt ihr tatsächlich sehr, sehr gut wahr. Vanille weiß ich nicht. Also manchmal kommen aber auch die Duftnoten erst raus, wenn ihr die erwärmt. Und das mag ich wirklich sehr gerne.
Ich bin gespannt, ich bin tatsächlich gespannt. Es ist auch immer hier wirklich so schön, steht es drauf. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen. Das macht echt Spaß, sowas hier zu zeigen. Und ich hoffe, euch macht dieses Video auch Spaß. Und dann gehen wir auch direkt zum nächsten über. Und zwar ist das einmal ein Bar von Ariel. Ihr wisst, ich habe eigentlich den Duft Ariel. Ich hatte aber überlegt, bevor ich den ganzen Bar anbreche, und ich bin mir nicht überzeugt, dass das ein super Duft ist. Ich habe dann so eine Duftprobe rangemacht und ich fand das nicht so. Und dann habe ich gedacht, dann verbrauche ich erstmal so einen, gucke, ob es mir gefällt, und im Notfall kann ich ihn eben komplett mit irgendjemandem, der vielleicht einen anderen Disney-Duft hat, den er nicht mehr braucht, nicht heute, nicht morgen, aber demnächst, kann ich das mit ihm tauschen. Ja, und das ist wirklich, Ariel ist Erdbeere, Himbeere, Limette. Und ich glaube immer so, Himbeere gibt bei mir direkt so ein, ich mag's nicht. Auch jetzt, wenn ich das jetzt hier so teste als Probe, es überzeugt mich nicht, aber vielleicht riecht es in der Duftlampe. Also ich würde mir einfach wünschen, dass dieser Ariel-Duft wie das Meer ist, wenn ich so ans Meer und dann so Ariel und. Aber ich bin mir nicht sicher und deswegen, ich habe echt überlegt, ob ich mir das kaufen soll bei ihm. Die Disney-Düfte kosteten 1,50, die normalen Pro-Bar kosteten 1 Euro. Ich fand das aber nicht schlimm, weil es ist für mich billiger, als wenn ich jedes Mal 8,50 € für ein Bar. Und ich habe denjenigen direkt gefragt, ich sage, hör mal, wenn ich das jetzt kaufe, machst du das regelmäßig? Also kann ich zwischendurch nochmal anfragen? Und er sagte, ja, alles gut, frag einfach mal an. Er hätte immer wieder Düfte da und das finde ich einfach mega. Das finde ich einfach perfekt. Was ich auch schon habe, wo ich mir auch noch nicht sicher war, das war einmal bei dem, ich hoffe, ihr seht, Disney-Duft von Frozen. Ich war eben bei der Arbeit. Ich glaube, meine Fingerchen sehen nicht ganz so gut. Da habe ich dann auch nie Nagellack drauf. Der Frozen-Duft mit diesem, ich wollte schon sagen, Rentier. Dann habe ich jetzt Olaf, aber Olaf ist der Schneemann. Ich bin schon ein Disney-Freak, dass ich das alles so weiß. Nee, weiß ich nicht. Sven ist der Typ, der das reitet. Ich habe den Namen wieder vergessen. Gut. Das ist Frozen. Und Frozen ist Waldduft mit Wildblumen und Salbei. Und das finde ich schon wieder richtig schön. Ich habe auch inzwischen so einen Nahen dran gefressen, ja. Wenn das so nach Waldduft ist, wenn das Zedernholz ist, finde ich das eigentlich ganz süß, wobei ich Salbei überhaupt nicht leiden kann. Ich mag das auch nicht tatsächlich in irgendeinem Gericht, wenn da Salbei drin ist oder Fenchel. Boah. Und der riecht wirklich richtig lecker. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte euch das so reinhalten und ihr könntet das mitriechen. Ich mag das sehr gerne. Also das hier ist wirklich ein ganz, ganz toller. So, das nächste, was wir noch haben, das ist einmal die drei Bösewichte von Disney. Und zwar haben wir hier einmal Ursula. Und der weiß ich, dass der mir von der Duftprobe echt schon gefallen hat. Und Ursula ist Brombeere, Scharlachrote Himbeere und Gojobeere. Und der gefällt mir wirklich. Und ich bin richtig gespannt, ob der tatsächlich so gut in Natura ist, wie ich den einschätze. Und ich habe dieses Dreierpack in dieser schönen Verpackung. Und da ich noch nicht noch eins doppelt habe, habe ich die bisher nicht angebrochen. Und ich sitze immer vor dieser Packung und denke so, moi, Yvonne, eigentlich könnte es aufmachen. Mache ich aber nicht. Und jetzt kann ich hier die einzeln testen. Dann habe ich einmal von Evil Queen, die böse Königin ist das also. Und das ist wieder so süß, die Beschreibung. Vergifteter Apfel, Waldholz und Zimt. Und das ist jetzt so ein herber Duft, würde ich sagen. Also es riecht schon stark, ist intensiv. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich Zimt nicht in Düfte mag, weil ich, was soll ich jetzt sagen? Ich finde Zimt ist lecker, wenn ich es esse in einem Milchreis, aber sonst esse ich es normalerweise nicht. Ich bin aber wirklich gespannt und freue mich drauf. Was jetzt der letzte von den Bösewichten ist, ist natürlich Maleficent. Sie ist wirklich ein Duft, den habe ich auch nicht, weil ich eben das alles nur einmal da habe. Und wenn ich das nur einmal, ich brauche immer, mein Tick ist wirklich, das muss man einfach so sagen, ich brauche immer eins in Original von den Disney-Sachen, weil ich einfach Disney sammle und das jetzt natürlich bei Sensi machen. Also brauche ich immer eins in Original und eins, was ich zur Seite tue.
und dann verbrauchen kann. Also ich brauche eins zum Verbrauchen und eins zum Seite tun und deswegen kann ich die alle nicht anrühren. Und mein Abo für mein 3-Monats-Abo kommt erst im Oktober. Es war eine Fehlentscheidung, dass ich das so weit nach hinten getan habe. Und der ist wieder richtig, richtig schön. Und das sind Gardenien mit Moschus und Blutorange. Ich bin gespannt. Und manchmal schaffe ich es dann eben über eBay Kleinanzeigen oder sonst wo. Oder auch über Sandra oder so. Oder über jemanden anderes noch die Düfte so zu kriegen im Nachhinein. Ja, jetzt haben wir nur noch zwei ganze Bars. Und ich habe tatsächlich zwei ganze Bars gekauft. Einmal dieses hier, Dark Harbor. Und das ist Kaffernlimette mit blau-grüner Minze und Ozeanlavendel. Und jetzt der Tipp an Diana: Riech dieses Teil. Ich finde es mega. Ich finde es so interessant, so toll. Der ist auch wirklich langanhaltend, der Duft. Es ist ein Bring Me Back My Bar. Das heißt, er war schon mal da und ist jetzt nochmal wiedergekommen. Den habe ich nicht im Abo und ich bereue es, dass ich weiß nicht, wann er war. Ich meine, aber der war vor kurzem da und ich bereue es, dass ich mir den nicht ins Abo gepackt habe. Es ist im Moment einer meiner Lieblingsdüfte. Traum, Leute. Ganz ehrlich, von vielen Düften, die ich habe, das ist so gefühlt ein männlicher Duft, aber der ist so intensiv, der geht so ab, der hält Tage bei mir in der Duftlampe. Ich bin total begeistert. Ich finde den so extrem geil. Und den könnte ich jederzeit auch wieder. Also ich habe den jetzt nur einmal in Gebrauch und einmal hier als Ersatz, aber ich brauchte mehr von. Richtig geil. So, und den letzten, den ich habe, und da auch wieder ein Gruß an Diana, den Bubblegum Plus habe ich mir geholt. Das war ein Duft, den hatten wir beide im Visier. Wir wollten den beide haben und in dem Moment, wo wir den uns entweder bestellen wollten oder ins Abo packen wollten, war der auch schon wieder raus aus dem Sortiment. Ich verstehe das nicht, warum die nicht wenigstens Bescheid sagen. Das geht wieder raus aus dem Sortiment. Und zwar ist das Kirsche mit Orange und Vanille. Und jetzt rieche ich mal. Boah, Leute, wisst ihr, wie das riecht? Und das ist das Geile. Ich habe es in so vielen Reviews. Dieses grüne Kaugummi, was wir früher in der Kindheit hatten, danach riecht das. Und das ist der absolute Megahammer. Und ich kenne viele Lampen, ich kenne viele Kerzen, aber es gibt wohl keine, die so nah an so vielen Sachen drankommen, wo ich wirklich sage, das riecht lecker, das riecht lecker. Und das Schöne an der Duftlampe ist eben auch nochmal, dass sich der Duft in dem ganzen Raum verteilt. Also ich habe da eine im Wohnzimmer stehen, eine habe ich im Kinderzimmer stehen. Und wenn ich die im Wohnzimmer, dann geht die bis rüber im Flur. Also wenn es die richtig guten sind, die ich wirklich auch sehr gerne mag, diese Bars. Das ist eben das, was ich oft brauche. Ich habe sie im Moment nur im Wohnzimmer und dann geht das aber so bis rüber im Flur und ich komme die Türe rein und es riecht danach und ich finde das sowas von extrem geil. Ja, und das war's. Ich würde sagen, das war ein Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist eben im Sinne von, ich habe nicht so viele Bars rumliegen, die ich vielleicht gar nicht brauche und so. Natürlich kommt es immer wieder vor, dass ich, soweit was erscheint, einen Duft kaufe und der ist vielleicht doch nicht meins. Das war bei dieser Sommer Edition dabei, dass ich einen, der hat gar nicht gerochen. Also den konnte man in dem Schädchen, Ellie, Geburtstagsduft von Sensi, dieser Ellie oder was das da war. Und den hast du hier in diesem Bad gerochen und der roch so geil. Und ich habe gedacht, was für ein Wahnsinn, Duft, die Beschreibung, Wahnsinn. Du probierst das zu Hause aus in der Duftlampe und es riecht. Ich musste dran gehen, damit ich es rieche. Deswegen hat es mich so geärgert. Ja, und das war's von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.